Meine Freunde, willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Immer noch mit Österreich. Wir kämpfen ums Überleben gegen die osmanischen Aggressoren. Haben Breisgau zurückerobert. Und jetzt marschieren wir einmal dorthin mit all unseren neuen Armeen und Truppen. Wieso kann ich da den Anführer nicht tauschen? Ah, das ist ein vorgeschriebener Anführer. Verdammt. So, 49.000 Mann. Der ist noch zugeteilt. Schauen wir, dass wir uns Wien zurückholen. Also wir müssen irgendwas machen, ansonsten stehen wir irgendwann vor dem Problem, dass wir komplett raus sind. Also nichts mehr machen können. Immerhin Brandenburg ist noch mit am Start. Das ist jetzt aber nicht so gut. Schicken wir unsere Truppen mit runter. Ja. Also auch hier wieder höhere Verluste, aber... Nein, Brandenburg, warum? Och Mann, warum kann man sich auf keine Verbündeten mehr verlassen heutzutage? So, 23.000 Mann, 15,5,3. Die haben jetzt auch bevor... Jetzt ist es ein 1 gegen 1. Und das Problem ist... Dafür bin ich zu schwach. Ah, jetzt haben die sich wieder zurückgezogen, Gauner. Tja, ich muss leider die da. Bei 1 kann ich zurückzahlen. Das Wichtigste war ja, dass wir Tunesien rausbekommen. Aber wie gesagt, ansonsten beim Rest bin ich ein bisschen traurig. Die Briten und so sind zwar noch mit dem Krieg. Weißt du, was wir mal machen können? Wir speichern mal. Und dann lade ich das Ganze. Vielleicht können wir irgendwas entbuggen. Vielleicht ist es wieder irgendein Bug oder so. Wäre ja nicht das erste Mal. Müssen wir mal gucken, ob jetzt die England-KI irgendwas macht, um uns zu helfen. Die Rebellen sind jetzt natürlich etwas nervig. Belagern kann keiner. Die Briten sammeln ihre Truppen. Kastilien auch mal gucken vielleicht. Oh Gott. Leute, ich war doch nur 5 Sekunden nicht da. Schicken ist natürlich wieder alles rein, oder? Ja, klar. Was auch sonst. Komplett ausgelöscht, erneut. Oh, aber die Schlacht haben wir gewonnen. Ja, das Problem ist nur, ich habe halt einfach keine Armee mehr. Also ich habe keine Soldaten mehr, ist langsam. Das ist mein Hauptproblem. Was bringt mir das, wenn wir hier eine Schlacht nach der anderen gewinnen? Ich habe auch langsam alle Söldner ausgeschöpft. Wo sind jetzt die Osmanen hin? Können wir mal gucken, ob wir uns Wien zurückholen können. Geht dahin. Die wollen natürlich immer mehr haben. Aber die helfen mir nicht. Es ist so... Oh Gott. Ich komme hier nicht weg, oder? Nee. Ich kann mich natürlich selber zurückziehen. Also wir können... Och, das ist doch ein Witz. Ich akzeptiere keine Niederlage, das ist mir scheißegal. Wenn die Hölle über euch hereinbricht. Tja, die letzten verbleibenden 60.000 Mann, Freunde. Mit denen lassen wir uns einfach nochmal nach Wien. Ein letzter Versuch, unsere Hauptstadt zu retten. Naja. Die können sich... Ja, kümmert euch mal um die... Ah, fickt euch, Alter. Das fuckt mich so hart ab, ne? Dass die da nichts machen. Digga, jetzt haben die das auch noch belagert. Erfolgreich. Was machen denn die Osmanen? Ein Witz, Alter. Das ist so ein schlechter Witz, das ist nicht mehr unterhaltsam gerade.
Nee, nie im Leben. Eher verrecke ich, bevor ich solchen Forderungen nachgebe. So, wir haben Wien zurückerobert. Jetzt nehmen wir hier nochmal das direkte Duell auf. Mit diesen 65.000. Und haben auch gewonnen. Trotz AWL leiden immer viel zu... Oh, warte mal. Oh, Alter, okay, das war nice. Das war sehr nice. Jetzt könnte nicht mehr so viel fordern, wa? Ja, oh, wenn... Oh, oh nee, das ist nicht gut. Aber was nice wäre, wenn die, wenn die jetzt Belgrad erobern. Okay, wir müssen jetzt noch einmal kurz da runter. Warum haben die die ganze Zeit maximale Moral? Die haben doch eine Schlacht verloren. Wie können die denn, wenn die eine Schlacht verlieren, maximale Moral haben? So, verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch, geht nicht in meinen Kopf rein. Da, da kommen sie wieder angeschissen, Alter. Können wir noch Söldner anheuern? Theoretisch schon. Ja, wie gesagt, alles oder nix. 21,6. 13,2. Nein, 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 nein. Ah, es ist eine Katastrophe mit diesen Drecks hinterhalten. Wieder gewonnen, aber die Verluste sind einfach zu much. Die kann ich jetzt einmal dahin ziehen. Habe ich Armee-Professionalität? Nee, nix. Scheiße. Ich habe alles falsch gemacht in diesem Projekt, was ich hätte bis zu dem Zeitpunkt falsch machen können. Da haben sie jetzt irgendwelche Söldner abgefangen, glaube ich. Und wie schaut es in Belgrad aus? Gut, die belagern. Nein, wir werden in die Militärtechnologie investieren. Die können mir alle 5 Sekunden so ein Friedensangebot bieten. Oh, in Wien gibt es auch Stress. Das ist scheiße. Das ist meine standardmäßige Armee. Kümmert euch mal bitte hier um die Rebellen in Wien. Wien würde ich nur sehr ungern verlieren. Wo sind jetzt die Osmanen alle hin? Hallo? Osmanen sind abhanden gekommen. 57.000 Mann. Keiner hat mehr Bock. Das ist eine absolute Katastrophe, was hier passiert, Leute. Beide Seiten sind komplett ausgelockt. Ich bestehe nur noch aus Söldnern. Ich bin eigentlich nur noch so eine leere Hülle, die irgendwie am Leben gehalten wird. Das wird ja wieder schlimmer, die Friedensangebote. Pff, noch 20 Dukaten. Was soll ich mit denen machen? Mir den Hintern abwischen oder was? Die kommen nicht rechtzeitig weg. Ja, das, wenn dann solche Kompanien komplett ausgelöscht werden, das macht es ja jetzt auch nicht besser. Aber das Problem ist, ich kann auch nicht den ganzen Tag meine Armeen wirklich Millimeter aufeinander hocken lassen. Das ist doch auch scheiße. Aber scheinbar notwendig, ja? Das frustriert hier. Was ist euer Plan?
Oh, was ist da los? Litauen? Oh, sehr nice. Die litauische Unterstützung kommt mir tatsächlich sehr gelegen. Hervorragend. Oh, das tut weh. Das übrigens auch. Das ist sehr nett von den Osmanen, muss ich dazu sagen. Die haben sich sogar gleich zurückgezogen. Das ist einfach nur noch Chaos hier. In der Zwischenzeit. Also Sinn macht das alles hier schon lange nicht mehr. Ich will nur ein White Peace. Ein White Peace würde ich zustimmen, meine osmanischen Freunde. Aber sonst nichts. Ja, machen natürlich hohe Verluste. Aber das ist wieder das, was ich einfach hasse an dem Spiel. Das dann bei so... Ah, warte mal, ich bin auch komplett bescheuert. Kannst du ein paar Rekrutenreserven geiern. Jedenfalls, sowas langweilt mich einfach. Jetzt hat... Dass es so lange dauert, dann so eine Belagerung mal durchzusetzen. So, Militärtech. Das haben wir zumindest da mal aufgeholt. Mache jetzt den großen Fehler, in einem Krieg die Infanterie auszutauschen. Und hoffe, dass sie nicht kommen, um sich zu rächen. Nee, haben sie nicht. Ja, doch, da sind sie. Oh, da geht es jetzt um alles, Leute. Wo ist meine andere Armee? Wir haben gewonnen. Das war unfassbar wichtig. Wie gesagt, scheiß auf die Rebellen. Belgrad ist auch zurückerobert worden. Ah. Weißer Friede, danke. Ich habe das Problem, ich habe einfach keine Verbündeten, denen ich vertrauen könnte. Also im Sinne von Verbündete, mit denen ich arbeiten könnte halt. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir die Schulden loswerden. Und unser Land wieder aufbauen. Dann gibt es erstmal noch ja, die letzten zwei Rebellen müssen wir jetzt noch wegmachen. Die machen wir jetzt auch noch schnell weg. Und dann haben wir unsere Ruhe soweit. Ach Gott, können die trainieren, wenn die kein Geld bekommen eigentlich? Weil ich muss jetzt meine Ausgaben senken. Armeeausgaben runter. Können die trainieren? Halt echt? So, wir haben jetzt plus 50. Ja, haben natürlich keine Armee im Feld. Eine Innovationsfähigkeit, 10 Prestige, ich nehme die 10 Prestige mit. Da hat mir Litauen leicht den Hintern gerettet. Okay. Kriegsmüdigkeit, werden wir gucken, dass wir verringern. So, wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch sehr viel Autonomie abgebaut.
Plus 50. Erhöht die Nachfrage nach Tüchern. Tja, jetzt können wir wieder Darlehen tilgen. Wir haben jetzt, wie viel Darlehen haben wir? 8. Oh, was ein Desaster, ey. Kaiser ist tot, hervorragend. Hervorragend. Er ist ein guter Mann, okay, sehr gut, beruhigend. Dann haben wir jetzt auch jede Menge Punkte, die wir investieren können. Was wir auch gleich machen werden. Steuereinnahmen erhöhen. Plus 59. Religionskrieg steht auch bevor. So, 15, 5, 3, 23. Achso, die werden nicht refreshed, ne? Plus 60. Mein lieber Papst. Einstabilität. Mein lieber Papst. Merkantilismus. Litauen ist fertig. Litauen hat den Krieg gewonnen, glaube ich. Jetzt sind die Osmanen im Krieg. Also die Osmanen sind noch Kriegstreiber vor dem Herrn, Alter. Nächste Darlehen zurück. 67 plus. Das Konzil von Trient. Ja. Der Gegenreformation anschließend, das werden wir nicht machen. Oder? Nee, doch, das ist gut. Das ist gut. Das wollen wir. So, Rekrutenreserve. Ja, wir bekommen ja plus 1000 Rekruten. Im Monat. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Könnten das natürlich nochmal weiter erhöhen, indem man die Rekrutenreserve ein bisschen raufpusht, aber... Warte mal, das Einzige, was wir jetzt kurz machen, mal die Handelseinnahmen abchecken. Handel machen wir aktuell 11. Erhöhen wir ein bisschen die... Handelszentren. Plus 11,5. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, gell? Wir müssen auch jederzeit damit rechnen, dass die eine Runde 2 wollen. Die Osmanen. Die werden das nicht auf sich sitzen lassen, dass wir die jetzt so platt gemacht haben. Ah, dass wir plus 1 von den Habsburg-Beziehungen bekommen, das ist schon nice. Also, wie viele Darlehen haben wir jetzt da noch offen? 4? Na, immer noch 5, Alter. Technologie? Nee, das ist im Voraus. Adlige Offiziere, eine extra diplomatische Beziehung. Tja. Mit Litauen verbünden, so ein Zweckbündnis erstmal. Mach mal ein Zweckbündnis mit Litauen. Ne, kein Interesse. Ich bin so wahrscheinlich zu schwach, ne? Mit Kastilien verbündet, mit diesen Schuhabtretern. Mit denen rede ich eigentlich gar nicht mehr. Bin noch ein bisschen angepisst. Wir entwickeln erstmal weiter. Außer beim Militärischen. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir jetzt mal endlich nach langem unsere Provinzen entwickeln. So, von 71 auf 74. Reservatum Ecclesiasticum. Um interne Konflikte zu vermeiden, müssen wir als Kaiser hinnehmen, dass manche andere Untertanen der Häresie verfallen. Letzten Endes bestimmt der Herrscher die Religion des Reiches. Allerdings können wir es uns nicht erlauben, mit geistlichen Fürstentümern so nachsichtig zu sein.
Einer der Fürstbischöfe, der im Heiligen Römischen Reich herrscht, scheint seinen Glauben aufgegeben zu haben und auf die Lügen der Protestanten zu hören, womit er nicht nur seine eigene Seele gefährdet, sondern auch jene seiner Untertanen. Dank des geistlichen Vorbehalts behalten wir uns das Recht vor, ihn aufgrund dieses Verrats zum Rücktritt zu zwingen. Mhm. Wir verzichten auf die Reichsautorität, weil die ist eh im Arsch. So. 3% Zinsen finde ich schon dreist eigentlich. Ist ja Wucher, ey. Habe ich überhaupt noch Berater eingestellt? Ja. Die Protestantische Union jetzt hat, da ist es. Österreich ist Kurfürst, Kaiser und Anführer der Fraktion. Ein Darlehen wird zurückgezahlt. Tja, jetzt schauen wir mal, wie sich das mit den Fraktionen so hingibt. Wir müssen uns auf alle Fälle auf den Religionskrieg vorbereiten. Das ist das Wichtigste jetzt. Oh, ich hoffe, dass wir gute Verbündete bekommen. Polen ist auf feindlicher Seite schlecht. Britannien auf uns. Litauen, das ist gut. Britannien scheiße ich drauf. Britannien ist trash. Die helfen uns eh nicht gescheit. Dänemark weiß ich nicht. Dänemark hat zumindest noch Norwegen in der PU. Oh, hervorragend. Noch ein Darlehen zurückzahlen. Damit haben wir nur noch zwei offen. Brandenburg wird die Allianz auflösen. Das ist völlig in Ordnung, wenn ihr das wollt. Ich habe keinen Waffenstillstand mehr mit den Osmanen. Bündnis mit Litauen. Litauen ist ein deutlich nützlicherer Verbündeter, glaube ich, als alle anderen. Und sobald wir die ganzen Darlehen zurückgezahlt haben, werden wir auch unsere Armee wieder aufbauen. Und Osmanen haben sich wie erwartet der protestantischen Liga angeschlossen. Wir haben bis jetzt nicht wirklich starke Verbündete. Mal gucken. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Freunde. Es wird sehr, sehr spannend. Unsere Verbündeten sind schwach, zersplittert, zerstückelt. Unsere Probleme groß, unser Geld nicht vorhanden, unsere Rekrutenreserve, die geht immer wieder rauf. Es wird spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.